Ist schon echt cool, die Höhle. Boah, ist also weitläufig hier. Warte, ich gehe mal hier lang. Wahrscheinlich nur ein anderer Weg. Wer hätte das gedacht? Ach, das ist die andere Abzweigung, okay. Gut zu wissen. Oh. Bitte. Oh Gott. Mit den Viechern hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber... Okay, na komm, na komm, na komm. Oh Gott, ich bin vergiftet. Nee, der ist vergiftet. Okay. Ach, der lebt noch. Na los. Boah, wie die Lichtschwerter, ey. Einfach jeder von uns so 6 Lichtschwerter insgesamt. Sieht richtig heftig aus. Nö. Von denen kann ich nichts looten. Ich bin in der Looter King. Ja. Ist das jetzt der Weg zurück? Nee, hier bin ich wieder vorne, okay. Ih, was ist das denn? Ist ja ekelhaft. Ich gehe mal kurz zurück, weil da gab es noch einen anderen Weg. Ich möchte gerne alles abgelaufen haben. Hier ist nichts Besonderes, okay. Gehen wir mal hier nach links. Oh. Ach man, da laufen sie wahrscheinlich rein. Ich entschärfe die mal lieber. Sonst latschen die da noch rein, meine Kumpanos hier. Wow, das war schlau. Erstmal selbst reinlaufen. Blitzmine. Ach, das sind ja Menschen. Also, Typen. Ich sehe jetzt... Ach, weißt du was, leck mich. Stopp! Wer auch immer ihr seid, wir werden nicht in die Akademie zurückkehren. Das sind die. Wir eliminieren euch, bevor wir zurückkehren. Ich bin jetzt hier, um euch zurückzubringen. Was wollt ihr also? Wenn ihr nicht hier seid, um uns zu erledigen oder zurückzubringen, warum seid ihr dann hier? Sprecht! Gut, ich habe mich überführt. Ich bin doch hier, um euch alles zu löschen. Ich glaube, zu den rebellischen Studenten, die Studenten, die davongelaufen sind. Vielleicht kann ich euch helfen. Uns helfen? Warum sollte ich glauben, dass das nicht irgendein übler Trick ist? Gebt mir doch eine Chance und ich werde es euch beweisen. Ihr wollt uns helfen? In Ordnung, ich wüsste da einen Weg. Wie ihr euch denken könnt, sitzen wir hier in diesen Höhlen fest. Andernfalls wären wir ja schon längst abgehauen. Von den Höhlen hier führt ein Weg an die Oberfläche, doch wird er durch eine große Bestie versperrt. Wir können sie nicht besiegen. Okay. Wenn ihr sie erledigen und den Weg für uns freimachen könnt, könnten wir entkommen. Das wäre all die Hilfe, die wir benötigen. Könnt ihr das tun? Ich kann es versuchen. Ich glaube erst daran, wenn ich es sehe. Aber wenn ihr es schafft, wären wir dankbar. Okay. Dann sind sie auf jeden Fall dankbar. Das wäre nicht schlecht. Leiche. Okay, nehmen wir mit. Das Vieh hatten wir, glaube ich, eben schon gesehen. Das ist irgendwie über die Brücke. Na, komm, krieg mich. Kein Problem, ich lauf's einfach rein. So. Die heilen wir mal kurz und da hinten, da ist ein Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Aber ich glaube, alle Wege führen zum Ziel. Ja, dann probieren wir mal das Ziel zu erledigen, würde ich sagen. Okay, sind auch noch ein paar. Ich spare mir mal meine Macht auf. Brauchen wir eh nicht gegen die Viecher. Für die Republik! Für die Republik! Ah. Das ging ja schnell. Ja, komm. Komm dran. Oh Gott. Na super. Das Gute an den Blitzen ist halt, dass man damit mehrere erwischen kann. Na komm, na komm. Ach, Machtmöbelsturm haben wir auch noch, ne? Lebensentzug, bla bla bla. Lassen wir mal. Okay. Das Vieh erledigen wir auch noch gerade. Okay. Supi. Hier ist sonst nichts Besonderes. Angenagter Körper. Was? Na, Glückwunsch. Plasmagranate, botanischer Druiden-Disruptor, Dingenskirchen. Okay, wenn du das sagst, dann halt, okay. Gut, wir hätten, glaube ich, alle Wege hier abgenagt. Und gehen mal weiter. Klar, wir könnten die auch irgendwie töten oder so. Und dann könnten wir
mehr Prestige erlangen, aber weißt du was, leck mich doch. Da habe ich ja lieber gegen das Vieh. Ist das das Vieh, das sie gemeint haben? Das sieht jetzt nicht so gut. Oh Gott. Ih, was ist das denn? Ja. Oh Gott. Geh weg. Okay, es ist doch groß. Also jetzt nicht so groß, aber schon groß. Was ist? Greif an. Ist klar. Was ist? Ja? Na. Okay, das kann er abwehren ohne Probleme. Nochmal, ja. Jawohl, und galt wohl auch noch. Komm, Blitze. Jawohl. Oh, da ist es weg. Ah, da ist noch so ein Vieh. Ah, na komm. Au, oh Gott. Na komm, na komm, na komm. Und ihr braucht. Ja? Jawohl, gelingt. Für den Orden. So, und da gleich das nächste. Meine Fresse, was geht denn ab hier? Aber hier können wir gut XP sammeln. Zugegebenerweise. Jawohl. Die Raffi-Crew. Die Raffinov-Crew ist wieder am Start. Überreste. Geil, einfach mal Knochen. Queldromas Robe. Ach, Queldroma. Okay. Das ist ja mal interessant. Nee, ich will. Ich will. Die irgendwelche. Benötigte Talente. Verteidigungsbonus 5, jawohl. Die ist stark. Helle Seite. Die Macht ist stark im Blut des Queldroma und viele ihrer Familien haben sich über Jahrhunderte hinweg dem Orden der Jedi angeschlossen. Während des Krieges gegen Exarkun war diese Robe ein Geschenk an Kay Queldroma. Man sagt, dass nur derjenige, der stets dem Pfad des Lichtes folgt, sie tragen kann. Im Duell gegen seinen Bruder Ulik Queldroma, der dunklen Seite verfallen war, hatte Clay diese Robe getragen. Er kam ums Leben durch die Hand seines eigenen Bruders. Doch dieses traurige Schicksal bewegte Ulik schließlich zur Umkehr. Man überreichte Duron Queldroma Kays Cousins diese mächtige Robe. Als er sich den Jedi anschloss, doch kurz nach der großen Jagd verschwand er und mit ihm die Robe. Ja, die haben wir jetzt gefunden. Und die scheint echt gut zu sein. Die haben jetzt an, ne? Ja, Queldroma, von denen habe ich auch schon gehört. Das ist ja echt nice. Gut, dann ziehen wir die mal an. Scheint ja stark zu sein. Okay, dann können wir ja gleich zurück zu denen. Ich sehe mich jetzt hier aber nochmal kurz um. Hier scheint sie auch nochmal rauszugehen. Aber schon echt krass. Kann man nicht anders sagen. Das sind auch nochmal Knochen. Nee, hier ist nichts. Okay. Warte, dann sehe ich mich erstmal kurz da vorne um. Und dann können wir jetzt zurück zu den entflohenen Studenten gehen und ihnen sagen, dass der Weg frei ist. Raffinov, wir machen den Weg frei. Geht's hier einfach raus, oder wie ist das? Dieser Höhlenausgang führt zur unwirtlichen Oberfläche des Planeten. Das ist eine Sackgasse. Ah, okay. Ja gut, dann haben wir in der Höhle alles erledigt. Sehr gut. Ging sogar relativ schnell. Und wir gehen jetzt zurück zu den Studenten und probieren da mal... Also, sagen denen halt, dass wir den Weg frei gemacht haben. Und dann gehen wir wieder zurück und suchen mal weiter die Grabstätte, bittet wir die Sternenkarte, die wir ja immer noch finden wollen. Ja, und bei dem auch noch eine gute Tat erledigt wurde. So, hier. Komm. Nein. Gibt es Neuigkeiten? Ist der Weg frei? Jawohl. Der Weg ist frei, ihr könnt jetzt gehen. Ist der Weg frei? Können wir gehen? Ich danke euch. Ich hätte einfach nicht mit Hilfe von einem Mitglied der Akademie gerechnet. Ich schätze, wir sind nicht die Einzigen, die nicht ganz einverstanden sind, wie die Dinge in der Akademie ablaufen. Vielleicht werden wir ja von den Jedi akzeptiert. Ich habe gesehen, wie böse die dunkle Seite tatsächlich ist. Ich könnte es versuchen. Auf jeden Fall danke ich euch erneut. Ihr habt unsere Leben gerettet. Haha, nice. Cool, ja, das ist natürlich geil, wenn sie sich dann sogar der hellen Seite anschließen wollen. Leiche, da waren wir, glaube ich, schon. Und wir gehen jetzt wieder aus der Höhle raus. Wir haben hier alles erledigt. Das nenne ich mal erfolgreiche Höhlentour. Wie Minecraft. Voll wie Minecraft. Okay,
Und wir gehen jetzt natürlich... Ist das jetzt der richtige Weg? Ich glaube ja. Wir gehen jetzt wieder aus der Höhle raus, weil wir hier alles erledigt haben. Sehr gut. So, sind die hier? Dann kann ich mal kurz... Okay. Kein Problem. Da liegt er hier. Und hier geht's auch schon raus aus der Höhle. Tal der dunklen Seite. Sith. Aha. Jetzt muss ich mal erstmal überlegen, hier müssen wir runter. Genau, das sah echt krass aus. Hier waren wir schon vorhin. So, hätten wir schnell erledigt, sehr gut. Ging auf jeden Fall. Was ist das denn hier? Das Wache. Hütet euch vor den Tukata. Diese Biester brüten in einem der Gräber. Wir bekämpfen sie, so gut es geht. Das zweite Grab von links im Tal ist das Grab von Nagasado. Ah. Für alle Studenten tabu, es sei denn, Master Utha begleitet sie. Nagasado, ich war mir nicht sicher, wie der ausgesprochen wird. Kann auch sein, dass der so ausgesprochen wird. Tagwässer. Hallo. Ich glaube, euch habe ich an der Akademie noch nie gesehen. Seid ihr hier, um die Ruinen zu untersuchen? Wer seid ihr? Ich heiße Dark Fässer. Ich bin verantwortlich für die Ruinen im Tal, wie ihr seht. Wir legen seit vielen Monaten diese Gräber frei. Dark, du bist es doch, oder? Ich habe dich kaum wiedererkannt. Ah, die Kette. Das ist lange her, Johanny. Was machst du denn hier? Bist du etwa der dunklen Seite verfallen? Ich bin nicht verfallen, Johanny. Ich habe mich aus freien Stücken entschieden. Und schau mich nicht so an. Das ist doch damals genauso deine Interessant, Zeit. Gut, dass wir den mitgenommen haben. Aber heute nicht mehr, Duck. Du könntest... Erspar mir das Gerede. Die Jedi sind nicht das Richtige für mich, nicht mehr. Hör mal, ich werde auch keine Fragen stellen, was ein paar Jedi im Tal der dunklen Lords zu suchen haben. Ich will es nämlich gar nicht wissen. Es ist sogar besser, wenn ich es nicht weiß. Ich werde einfach verschwinden und euch tun lassen, was ihr wollt. Ist das okay? Du läufst also weg? Wieder mal? Warum nicht? Das kann ich doch am besten. Ihr kennt euch offenbar? Ja, das ist doch wohl offensichtlich. Aber ich will jetzt nicht darüber reden. Da gibt es auch nicht viel, worüber man reden könnte. Ach, mach doch, was du willst, Johanny. Tust du ja sowieso. Hört mal. Ich will einfach nicht mehr hier sein, wenn ihr fertig seid. Das gibt zu viele Fragen. Also fragt, was ihr wissen wollt, und dann bin ich weg. Okay. Was könnt ihr mir über die Ruinen sagen? Nun, es sieht so aus, als hätten die Sith vor langer Zeit auf Korriban gelebt. Es gab hier eine Festung, die irgendwann zerstört wurde, bevor die Sith den Planeten völlig aufgaben. Warum sie fortgingen, wissen wir nicht. Vielleicht haben die Jedi sie verjagt. Dieses Tal mit den Gräbern ist der einzige Teil der Festung, der noch halbwegs unversehrt war. Was könnt ihr mir über die Gräber erzählen? Es gibt hier vier Gräber. Rechts liegen die Gräber von Ajunta Paul und Tulak Hort. Links die Ruhestätten von Marco Ragnos und Nagasado. Das waren alles alte Sith Lords. Noch älter als wir schon sind. Also wir sind ja schon 4000 Jahre vor dem, vor der Zerstörung des Todessterns. Erzähl mir vor, Marker. Okay. Dann erstmal Ajunta Palz. Das ist das erste Grab rechts. Es gibt Gerüchte, dass dort noch immer ein mächtiges Artefakt liegt, aber noch hat es niemand bergen können. In diesem Grab soll es angeblich noch funktionierende alte Kampfdroiden und Fallen geben. Es ist wirklich erstaunlich, dass ihre Energiequellen so lange durchgehalten haben. Das ist echt geil. Also ich finde das echt cool, dass sie noch so gräber sind, wie wir durchsuchen jetzt können wahrscheinlich. Tulak Hortz. Das ist das Grab hinten rechts. Leider wissen wir nicht viel über Tulak Hort. Es gibt ein Nest der Tukata in diesem Grabmal, glaube ich. Die Tukata? Eine Rasse von recht gefährlichen Herdentieren. Manchmal scheuchen die Wachen eine Königin auf und erlegen sie. Das beruhigt sie dann meist für eine Weile. Okay. Unterpalz? Das ist das erste Grab rechts. Es gibt Gerüchte, dass dort noch immer ein mächtiges Artefakt liegt, aber noch hat in diesem Grab soll... Achso, ja, stimmt, das war... Tulak Hort, Ragnos Grab... Ragnos. Das erste Grab links. Jemand hat mir mal erzählt, dass sich da drin ein durchgeknallter Droide verschanzt hat, aber ich weiß nichts genaueres. Ah, okay. Und Nagasado? Es ist gleich das zweite Grab links, wenn ihr in das Tal reinkommt. Wir vermuten, dass Nagasado ein Anführer der alten Sith-Meister hier war. Darth Malak hat aber vor einiger Zeit etwas darin gefunden.
Und seither kann nur Master Utha das Grab betreten. Verdammt, ich würde echt gerne rein. Was hat er gefunden? Wisst ihr etwas darüber? Nein. Viele der Entdeckungen und Funde hier werden geheim gehalten. Selbst vor uns Studenten. Und dass Darth Malak etwas darin gefunden haben soll, weiß ich ehrlich gesagt auch nur von Gerüchten. Ich muss gehen. Ich auch. Leb wohl, Duck. Und danke. Leb wohl, Johanny. Na schön. Der macht sich da aus dem Staub und wir können uns jetzt in den Gräbern hier umsehen, was echt schon ganz geil ist. Da läuft er weg. Sieht schon irgendwie ganz cool aus. Ja, und hier sind die einzelnen. Also das sind anscheinend schon große Gräber, wo man sich umsehen kann. Das ist Archäologe. Das ist ja auch geil. Das Grab ganz links außen ist tabu. Nur Meister Utha kann dort hineingehen. Wir werden ja sehen. Irgendwie werde ich da definitiv auch noch reinkommen, hoffe ich mal. Metallkiste. Sehen wir uns erstmal kurz um und dann können wir uns natürlich in den Gräbern hier umsehen. Auf jeden Fall sehr interessant. Lebenshaltungskit. Okay. Neuen Archäologe. Tut mir leid, ich kann jetzt nicht. Die Ausgrabungen im Tal müssen per Hand durchgeführt werden. Hier wimmelt es vor alten, noch funktionierenden Fallen. Vorsicht bei den Tukata. Das ist alles, was wir tun können, um uns diese Bestien während der Arbeit vom Hals zu halten. Ihr gehört nicht zum Ausgrabungsteam, nicht wahr? Nö. Ich bin Drafinov. Wir gehen mal hier lang. Boah, sieht natürlich schon cool aus. Ja, geil, dann können wir uns anscheinend hier in den einzelnen Gräbern umsehen. Ich sehe mich mal. Ich laufe hier nochmal alles ab, dass wir die ganze Karte aufgedeckt haben. Na, super. Mann, ich hänge hier fest. Na, okay. Da ist auch wieder eins. Moment, wie gesagt, ich sehe mich erstmal kurz um. Und danach tun wir die Gräber einzeln. Also möglichst einzeln dann einfach absuchen. Metallkiste. Nehmen wir natürlich mit.